Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. So, dann werden wir jetzt erstmal den Hund retten. Danke, du kannst warten. Der Mabari ist im Moment stabil, aber sein Zustand bessert sich nicht. Wenn ich die Pflanze nicht bekomme, von der ich euch erzählt habe, habe ich nicht viel Hoffnung. Hier habt ihr die Blume. Lasst mich mal sehen. Ja, genau das ist sie. Wundervoll. Gib mir einen Moment Zeit, um eine Salbe daraus zu machen. Er sieht schon besser aus. Ich bin mir sicher, dass er euch selbst danken würde, wenn er könnte. Klasse. Einen Tag. Vielleicht zwei. Wir haben genügend Salbe für ihn, damit er sich vollständig erholen kann. Warum kommt ihr nach der Schlacht nicht wieder hier vorbei? Wir könnten versuchen, ihn auf euch zu prägen. Vielleicht. Es ist wahrscheinlich, dass er versteht, dass er seine Heilung euch zu verdanken hat. Mabari sind mindestens so klug wie ein durchschnittlicher Steuereintreiber. Kommt einfach nach der Schlacht wieder vorbei und seht ihn euch noch einmal an. Sehr schön. Dann kann man noch, falls man den Gefangenen hier oben das Essen gegeben hat, kann man hier die Truhe öffnen. Zack. Wund und Schlag. So. Jetzt, da man die beiden hier nicht mehr braucht, zack, 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 kann man Geld damit machen. Zack, 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 so. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. So, jetzt erstmal Lyriumtränke brauche ich später. Das kann man auch behalten. Das kam weg. Das kam weg. Das kann bleiben. Das kann auch bleiben. Dolche, Dolche, weg mit euch. Das Großschwert brauche ich auch nicht. Hochwertige Zwergenklinge brauchen. Streitkolben der Barbaren. Nee. Das kann auch weg. Langen Bogen behalte ich. Die brauche ich auch erstmal nicht mehr. Ah, das behalte ich auch. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Das bleibt. Das kann weg. Das bleibt auch. Der Losungsschiff brauche ich nicht. Eine davon muss ich behalten. Die ist weg. Den Schild brauche ich auch nicht, das brauche ich auch nicht. Das behalte ich, das kann weg. Gesellenruhen behalte ich auch. Du kannst weg, du kannst weg. Du kannst weg, du kannst weg. Dich brauche ich jetzt noch nicht. Und natürlich, ihr könnt auch weg. So. Kaufe ich hier erstmal alles auf. Vernünftiges hast du jetzt noch nicht. Später noch einen Rucksack kaufen. So, jetzt nochmal mit denen reden. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Das wäre sehr nett. Zeigt mir eure anderen. Solange ihr es für euch behaltet. Noch Wundumschläge kaufen. Ach, na toll. Und die Verletzungsausrüstung. Zack, und gekauft. Steinsalbe. Dafür brauche ich Stärke 26 schon. Haha, klasse. Oh, ich habe auch Lederhandschuhe. Uiuiui, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt.
Stärke 22, Alistair. So, aber als allererstes muss ich wohl doch noch was kaufen. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas vielleicht? Ausrüstung? Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Irgendeine Art von Metall. Da. Dann werde ich endlich diese Lederhandschuhe los. Ich trage Schuppenrüstung und das sieht aus wie fast Lederhandschuhe. Ah. Okay, dann können wir weitergehen. Na toll, jetzt habe ich zwei nackte Männer mit mir rumrennen. Sehr schön. So, danken, wir sind zurück. Ihr seid also zurück aus der Wildnis. Hattet ihr Erfolg? Ja, hatten wir. Gut. Die Magier des Zirkels haben alles vorbereitet. Jetzt, wo wir das Blut haben, können wir sofort mit dem Beitritt beginnen. Beim Turm war eine Frau und ihre Mutter hatte die Schriftrollen. Sie waren beide ziemlich seltsam. Gehören sie zum wilden Volk? Das denke ich nicht. Sie sind vielleicht Apostatinnen, Magierinnen, die sich vor der Kirche verstecken. Ich weiß, dass du ein Templer warst, Alistair. Aber die Angelegenheiten der Kirche gehen uns nichts an. Wir haben die Schriftrollen, also konzentrieren wir uns jetzt auf den Beitritt. Jetzt, ja. Ich will euch nichts vormachen. Wir grauen Wächter bezahlen einen hohen Preis, um das zu werden, was wir sind. Das Schicksal entscheidet, ob ihr den Preis erst später oder schon jetzt bezahlt. Es wäre schön, wenn diese Geheimnistuerei überflüssig wäre und alle die Notwendigkeit eines solchen Opfers verstünden. Aber leider wird das niemals so sein. Dann mal los! Ich brenne darauf, mir diesen Beitritt jetzt anzusehen. Ich stimme zu. Bringen wir es hinter uns. Dann lasst uns beginnen. Alistair, bring sie zum alten Tempel. Oh. Je mehr ich über diesen Beitritt höre, desto weniger gefällt er mir. Fangt ihr schon wieder an zu flennen? Was sollen all diese verdammten Tests? Habe ich mir meinen Platz nicht schon längst verdient? Vielleicht ist es so Tradition. Vielleicht wollen sie euch nur ärgern. Ich weiß nur, dass meine Frau in High Ever ist und ein Kind erwartet. Wenn sie mich vorgewarnt hätten. Es ist einfach nicht fair. Wärt ihr hergekommen, wenn sie euch gewarnt hätten? Vielleicht haben sie es genau aus diesem Grund nicht getan. Die Wächter tun, was sie tun müssen, richtig? Und dazu gehört auch, uns zu opfern? Ich würde noch weit mehr opfern, wenn ich wüsste, dass es die Verderbnis aufhält. Ha, der hat die richtige Einstellung. Das ist ein gutes Argument. Ihr habt die dunkle Brut gesehen, Sir Ritter. Würdet ihr nicht sterben, um eure hübsche Frau vor ihr zu retten? Ich... Vielleicht sterbt ihr. Vielleicht sterben wir alle. Aber wenn niemand die dunkle Brut aufhält, sterben wir mit Sicherheit. Ich bin nur noch nie auf einen Gegner getroffen, den ich nicht mit dem Schwert bekämpfen konnte. Lasst uns also mit dem Beitritt beginnen. Die Grauen Wächter wurden während der ersten Verderbnis gegründet, als die Menschheit am Rande der Vernichtung stand. Und es begab sich, dass die ersten Grauen Wächter vom Blut der dunklen Brut tranken und ihre Verderbtheit überwanden. Wir sollen das Blut dieser Kreaturen trinken? So wie es die ersten Grauen Wächter vor uns getan haben und wie wir es vor euch getan haben, das ist die Quelle unserer Kraft und unser Weg zum Sieg. Diejenigen, die den Beitritt überleben, werden immun gegen die Verderbtheit. Wir können sie in der dunklen Brut spüren und nutzen sie, um den Erzdämon zu vernichten. Sehr schön. Bringen wir es hinter uns. Vor dem Beitritt werden nur wenige Worte gesprochen. Aber es sind die gleichen, die auch beim allerersten Ritual gesprochen wurden. Alistair, bitte. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten.
tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird. Und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. David, tritt vor. Es tut mir leid, David. Tritt vor, Jory. Aber ich habe eine Frau. Vorsicht. Ein Kind. Hätte ich gewusst. Es gibt kein Zurück. Nein, das ist zu viel verlangt. Daran ist nichts Ehrenhaftes. Autsch. Es tut mir leid. Aber der Beitritt ist noch nicht abgeschlossen. Du wirst aufgefordert, dich der Verderbtheit für ein höheres Ziel auszuliefern. Von diesem Moment an bist du ein grauer Wächter. Es ist vollbracht. Willkommen. Zwei weitere, die wir verloren haben. Bei meinem Beitritt ist nur einer gestorben, aber es war grauenhaft. Ich bin froh, dass es zumindest einer von euch geschafft hat. Wie fühlst du dich? Kopfschmerzen. Brennen im Hals. Ich habe eine Erkältung. Das ist es, was ein grauer Wächter ertragen muss. Habt ihr geträumt? Nach meinem Beitritt hatte ich schreckliche Träume. Solche Träume kommen, wenn du anfängst, die dunkle Brut zu spüren, so wie wir alle. Wir werden es dir ebenso wie vieles andere auch in den kommenden Monaten erklären. Bevor ich es vergesse, euer Beitritt umfasst noch eine letzte Aufgabe. Wir nehmen ein wenig von diesem Blut und füllen es in ein Amulett. So haben wir etwas, das uns an die erinnert, die es nicht so weit geschafft haben. Nimm dir Zeit. Sobald du bereit bist, möchte ich, dass du mich zu einem Treffen mit dem König begleitest. Der König will die Strategie für die kommende Schlacht festlegen. Ich bin mir nicht sicher, warum er auf deine Anwesenheit bestanden hat. Das Treffen findet westlich von hier statt, die Treppe hinunter. Komm bitte dorthin, sobald du soweit bist. Ja. Aber was hat denn der andere bitte schön erwartet? Der Beitritt ist ja schließlich geheim. Da frage ich mich echt, was der dabei erdacht hat, dass sie ihn leben lassen? Das kann er nicht geglaubt haben. So dumm kann er nicht gewesen sein. So. Ich glaube, das Maximale war so. Und Willenskraft auch mal einen Punkt erhöhen. Zerschmetternder Treffer. Also ich brauche eine maximale Stärke von 40. Zerschmetternder Treffer oder mächtige Schwünge? Ja, mächtige Schwünge kann ich mit dem nächsten noch machen. Und die Stärke habe ich. Mal zurück. Wie viel Stärke habe ich jetzt? 23. Das könnte sehr knapp werden. Muss mal nachgucken. Das nächste Level ist... okay. Gut, dann geht's weiter. Alistair, hast du was zu sagen? Wenn der König euch und Duncan sehen will, solltet ihr nicht warten lassen.
Er wird sonst wütend, fängt an zu heulen. Ihr fühlt euch schuldig, kein schöner Anblick. Ja, klasse. So, dann beginnen wir das Ganze jetzt. Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kaelin. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Marek nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelden denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht der Rekrut, den ich vorhin auf der Straße getroffen habe? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Wir brauchen jetzt jeden grauen Wächter. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr zu ihnen gehört. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kaelin. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die Grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie den Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen Grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Eine weitere Nebenmission abseits der Hauptstadt machen. Wie aufregend. Ihr verlasst euch zu sehr auf die Grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die Grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, danke? Ich... Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Oh Gott. Genug, der Plan wird aufgehen. Die Grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Logan. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die Grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden der Flut des Bösen entgegen. Ja, Kaelin, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Die Schlacht fängt bald an. Sobald ich weg bin, müsst ihr euch beeilen. Euch bleibt weniger als eine Stunde. Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Ihr bleibt bei den Männern des Taryn und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Los geht's! Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Duncan, möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Der Turm von Ishal. Dann speichern wir jetzt mal. Was, ich habe schon wieder ein Level abgekriegt? Was ist denn hier los?
Das passt mir jetzt aber gar nicht. Gut, dann machen wir jetzt das hier. So. Stärke. Und Konstitution. Wieder eine der besten Cutscenes, finde ich. Die ist richtig gut. Dann legen wir los. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Wir müssen über die Brücke und dann zum Turm von Ishaal. Na, was habe ich gedacht? Das ist doch mal eine coole Cutscene für damalige Verhältnisse. Wow, vorsichtig. Vorsichtig. Hey, ich bin hier durchgekommen, ohne dass mich einer getroffen hat. Das ist mal ein Wunder. Seid graue Wächter, nicht wahr? Der Turm, er wurde eingenommen. Wovon redet ihr? Was meint ihr mit eingenommen? Die dunkle Brut kam durch die tiefer gelegenen Kammern nach oben. Sie sind überall, die meisten von uns sind tot. Dann müssen wir zum Leuchtfeuer und es selbst entzünden. Ja, klasse. Okay, okay. Taktiken erstmal. Ja, so ein Heiler ist er schon mal nicht. Vernichter ist er allerdings.
als Vernichter. Fernwaffe. Bogenschütze. Fernwaffe. So. Na so. Okay, gut, dann beenden wir das für heute. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins.